ne, für uns war es hinten relativ wenig, was wir zu tun hatten, sage ich mal. Als Abwehrspieler ist es immer schwierig, wenn du dann, wenn die nur 3-4 Konter haben im Spiel. Und deshalb fühle ich mich auch relativ wohl. Also ich bin noch top, also fit. Und wir könnten aber einfach auch nach vorne mehr machen. Das ist halt so. Das haben wir auch schon in der Halbzeit gesagt. Einfach dieses Spiel nach vorne so mehr antreiben. Wenn man die Vorgeschichte kennt und weiß, dass wir im Vergleich zur letzten Woche 4 Spieler wechseln mussten und natürlich einen unserer torgefährlichsten Spieler heute nicht zur Verfügung hatten, bin ich von der Leistung der Mannschaft nicht enttäuscht. Er hat alles gegeben, er hat alles versucht, aber uns fehlte auch ein bisschen die Kreativität, ja, und das Glück im Abschluss halt. Ne. Naja, aufgrund der Personalsituation aktuell bei uns ist der Punkt für uns hier ein absoluter Erfolg. Das muss man einfach klar so sagen. Geht man in das Spiel. Ne? Wir wollten natürlich das Bestmöglichste rausholen und das haben wir, denke ich, mit dem 0-0 für uns auch getan. Ja, heute war auf jeden Fall der finale Pass, der einfach nicht optimal war. Also wir hatten viele Hochkaräter, beziehungsweise hätten wir uns noch bessere Chancen erarbeiten können. Und daran haben wir es ein bisschen in letzter Zeit. Fehlen jetzt auch ein paar Spieler, das merkt man halt auch ganz schön. Ich kann den Jungs nur Respekt zollen für die Leistung heute. Sicherlich haben wir nach vorne nicht viel gehabt, aber das war primär nicht das Ziel. Mit unserem Kader, den wir heute hatten. Vorrang war die Defensive und das haben wir ganz ordentlich gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.